Einen fröhlich guten Tag wünsche ich euch zu einer Runde FIFA 16. Heute spiele ich ein komplettes Let's Play, also ganz normal, weil die geschnittenen Sachen nicht so gut ankamen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal komplett reden. Wijnaldum, gute Aktion. Spielt hier auf Ramirez. Ramirez läuft jetzt durch. Schickt er! Oh, war das knapp. Hätte er ihn geschickt, dann hätte es zu einer ganz, ganz gefährlichen Situation kommen können. Für den Gegner, natürlich. Für den Gegner. Giroud, gut von Smalling. Der ist top, in Topform. Merkt man sofort. Macht er sofort. Wijnaldum. So, jetzt muss Marta nochmal das Tempo rausnehmen, sonst verlieren sie hier den Ball. Hätten sie auch fast. TOT macht das gut. Jetzt greift der Gegner ziemlich früh an, aber sie lassen sich davon nicht irritieren. Das ist gut, aber irgendwann kommt der Fehlpass und da müssen sie aufpassen, da müssen sie nach hinten schmeißen. Oh, Ramirez mit dem starken Angriff, starken Unterdrucksetzung. Hätte fast was geworden, aber ist es nicht. Ah, wird er direkt gedoppelt. Schade. Cazorla geht hier durch. Ja, Smalling wieder. Er ist heute echt verdammt gut. Mal gucken, was er auch für eine Gesamtnote wieder über die ganze Zeit spielt. Ah, Remy, guter Einsatz. Remy, schlechter Pass. Wijnaldum fängt ihn nochmal ab. Sehr gut. Ah, er steht aber dicht hinten. Er steht dicht hinten. Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Ist ganz schwierig für sie. Muss man sagen, das ist eine ganz schwierige Situation. Damit fertig zu werden, ist gar nicht so einfach. Jetzt müssen sie mal ein bisschen nach hinten schicken. Ja, gut, auf Marta gespielt. Kann er sich nur bedanken. Wijnaldum. Jetzt auf Nasri. Nasri auf Remy. Kriegt die noch. Remy kriegt die noch. Howard! Ah! Ganz knapp. War schon eine gute Chance. Hat Howard hier ganz weit. Howard ist ganz weit rausgekommen. Hätte fast ins Auge gegangen, aber es ist gut gegangen für ihn. Oh, Remy kann jetzt abfangen! Remy auf Wijnaldum! Wijnaldum! Schießt das Ding rein! Ganz cool! Trippelt er nochmal den Verteidiger aus und verlädt den Keeper. Ganz cool macht er das. Ganz, ganz cool. Wijnaldum hier wirklich wieder in Topform. Spielt hier hinten wie auch vorne mit. Und kann natürlich auch so den Ball haben, erobern und dann auch das Tor reinmachen. Das kann er ja auch. Super gemacht von Wijnaldum. Super gemacht. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so gut gemacht. Ein passintensives Spiel aufsetzen willst. Jetzt macht er mal das alleine. TOT auf Remy. Remy hat jetzt nicht so viel Platz. Remy kriegt nochmal den Ball. Nicht gut gearbeitet. Gut gemacht. Super Flanke. Da kommt die kam zu kurz. Howard kann die haben. Howard, sie bekommen einen, da fallen sie übereinander. War ganz lustig. Jetzt nochmal zurück. Azpilicueta spielt jetzt hier sicher nach hinten. Smalling geht jetzt ein bisschen. Smalling spielt ab auf Kuhlmann. Kuhlmann macht den Fehler. Jetzt kann es gefährlich werden. Jetzt kann es durch die Konter. Gut von den Verteidigern, die orientieren sich nach hinten, gehen nicht sofort drauf und machen somit die Räume zu. Und damit würde es nicht zu einer gefährlichen Situation. Das ist ein Foul. Das ist ganz klar ein Foul. Jetzt macht er eine Flanke. Oh! Kuhlmann kommt da noch mit dem Kopf ran. Das war überraschend, was er da versucht hat. Damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion.
Oh, Aspic Retter, ganz starke Aktion von ihm. Das war wichtig, das war ganz wichtig. Sonst hätte er über außen Platz gehabt. Ivanovic. Ivanovic macht jetzt hier mit einer Flanke so ein bisschen die Räume auf. Lässt sich nicht mehr so bedrängen. Gut, Pullman wieder. Die sind heute alle gut drauf, vor allem die Verteidiger. Schade, Marta mit dem Fehlpass. Pina kann jetzt hier laufen, hat ein bisschen Platz, aber... Er lässt sich den Ball nicht abnehmen. Der ZDM ist schneller. Ramirez ist einfach verdammt schnell. Ronaldo, der wollte gar nicht dahin. Ich glaube, der wollte nicht dahin. Ich glaube, der wollte auf Ramirez passen. Es wäre auf jeden Fall sinniger gewesen, auf Ramirez hier zu passen. Den Ball Ronaldo wird hier getunnelt, schade. Sonst hätte er hier was draus machen können. Pena. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie hier nicht über die Seite kommen und da vielleicht ein Kopfballtor vielleicht sogar reinmachen. Jetzt müssen sie aufpassen. Shuttley. Oh, er geht durch die Mitte. Aber Coloccini kommt an den Ball. Ganz locker. Oh, jetzt. Das war ein Fehlpass vom Torwart. Das war fatal. Das war fatal. Gut von Adrian. Remy. Oh, was für ein Passgetammel. Und Nasri macht das cool mit dem Lupfer. Tor! 2:0 für Micro Vikings. Das war genial gemacht von Nasri, der einfach mal zum Heber ansetzt. Und es wird auch was. Es wird was. Perfekt ins Tor reingemacht. Ganz stark. Howard kommt da zu weit raus. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Die Verteidiger hätten ihn vielleicht noch gestoppt. Aber hier sieht man es nochmal. Perfekt. Howard geht da mit voller Wucht rein. Und da kann. Das steht 2:0. Bisher spielen sie. Da kann er nicht so hingehen. Da kann er einfach nicht so. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. So weit rauskommt vorm Tor. Vor allem nicht, wenn da keiner mehr hinten ist. Wenn da. Adrian nochmal mit einer ganz guten Leistung. Das war ein guter Kopfball. So, jetzt müssen sie aufpassen. Ecke, da sind sie anfällig für. Das haben wir schon in den letzten Wochen gesehen. Coleman. Gut geklärt. Das war Pfostenschuss noch hier am Ende. 53% für den Gegner Manchester United. Oh, Zweikämpfe sind wir ganz klar überlegen. Fouls 1-1, Ecken 0-1, Abseits 1-0. 2 Tore, 3 Schüsse beide. Am Ende wurde es jetzt hier nochmal knapp. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Aber bis jetzt hat er ja noch keine 100%ige Chance. Das gibt natürlich Sicherheit dem Team. Das war einfach. Und er hat den Ball. Von Willibald und Killerbohne. Marta. Oh, schade. Marta hat hier versucht, ein bisschen zu dribbeln. Und dann ist aber leider am Verteidiger hängen geblieben. Schade. Berahino. Sie müssen aufpassen jetzt. Pina. Das könnte gefährlich werden. Das könnte ganz gefährlich sein. Das ist keine gute Situation, aber Smalling. Da wollte er zu viel. Wollte er schon zu früh den Pass reinmachen. Das ist ganz schlecht. Das darf ihm nicht passieren, diese Fehlpässe. So, jetzt müssen sie mal hier ein bisschen das Tempo rausnehmen. Sonst läutet es hier gleich 2-1. Und dann könnte es nochmal gespannt werden. Coloccini wird hier ausgerannt. Was macht der denn? Was macht denn Adrian? Oh, was macht denn Coloccini da? Coloccini lässt sich auf den Zweikampf mit dem Stürmer ein und der Stürmer macht das dann klug. Und das hätte zu einer ganz, ganz gefährlichen Situation kommen können. Coloccini, Adrian, gut. Oh, Adrian haut ihn jetzt einfach mal raus. Und Giroud. Oh, Coloccini, gut geklärt. Marta jetzt auf TOT, kann er nochmal erobern? Nein. Giroud. Stones. Ah, schade. Es war ein Foul, meiner Meinung nach. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gibt keinen Foul. Oh, jetzt dürfen sie keinen Elfmeter riskieren oder sonstiges. Juan
Jetzt machen sie hier um einiges mehr Druck als in der ersten Hälfte. Ob das gut geht, ob das gut geht, wenn sie weiter so machen, wenn sie weiter so Freiräume lassen für die Gegner, dann könnte es ganz gefährlich werden noch. Remy, guter Pass, guter Pass auf Louis Remy, der geht über innen. Fehlpass auf Ramirez, Ramirez auf Wijnaldum, Wijnaldum, Howard hält. Endlich kann er sich auszeigen und hält den Ball fest. Das dürfte ein Stück weit Selbstvertrauen geben. Das war eine gute Gelegenheit. Haben sie gut herausgespielt, aber dann kann er ihn nicht verwandeln. Remy hat jetzt nochmal, Remy zieht und ab und Tor! Was für ein Tor, Remy, Louis Remy! Super Sache, das war richtig schön, mit Sahne reingeschmettert, perfekt, perfekt von Louis Remy, das muss man einfach sagen, besser konnte man das in dieser Situation gar nicht machen, durch die Beine des Verteidigers durch und jetzt wird es natürlich schwierig, für Manchester United, das wird ganz, ganz schwierig. Lucas Leiva jetzt. Nun Santi Cazorla. Oh, er geht durch! Adrian, Adrian, wieder Adrian. Adrian hält das 3 zu 0. Super. Adrian spielt hier heute auch wieder eine klasse Leistung. Wir haben schon oft Fehlversuche von ihm gesehen. Aber heute spielt er wirklich einwandfrei. Weil er holt hier den Einwurf raus. Sie spielen natürlich jetzt sehr offensiv, muss man sagen. Das ist natürlich auch selbstverständlich. Die wollen natürlich nicht hier mit einem 3-0 rausgehen. Die wollen am liebsten gewinnen. Aber ob sie jetzt noch gewinnen können, das ist die Frage. Das wird nämlich sehr schwierig. Oh, Mata versucht hier nochmal mit dem Fallrückzieher das rauszuholen. Schafft es aber nicht. Jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Sie gehen über innen. Jetzt müssen sie Cazorla shoppen. Der kann sich da durchwischen, der kann dribbeln. Oh, gut von Azpilicueta. Der ist schnell, der kann den ablaufen. Da ist es kein Problem für ihn. Coleman, hier wird er wieder bedrängt. Er weiß nicht, was er machen soll. Sie müssen jetzt irgendwie den Ball da rauskriegen. Coleman mit dem Fehler. Was macht er denn? Adrian hält hier alles fest. Hält hier den Sieg fest. So, jetzt müssen es schnell gehen, aber Ramirez kommt nicht genug, schnell genug an den Ball. Nicht sicher genug an den Ball. Juan Mata auf Coleman. Coleman auf Wijnaldum. Wijnaldum auf Remy. Remy wird hier abgebremst. TOT. Ah, TOT mit dem Fehler. Schade. Santi Cazorla. Jetzt müssen sie ihn stoppen. Das könnte ganz gefährlich werden. Er blockt ihn ein bisschen ab. Er hat nicht viel Möglichkeiten. Jetzt ist er wieder im Bedrängnis. Jetzt hat er nicht viel Möglichkeiten. Aber er dribbelt sich da irgendwie durch. Kommt aber nicht weiter. Ah, da war zu viel. Da waren zu viele Leute. Remy kann sich nicht durchsetzen. Schade. Chudley. Sie müssen jetzt aufpassen. Und Giroud. Gut von Smalling. Dabei strauchelt er kurz. Hätte keinen Vorteil geben, also gar nichts. Keine gelbe, kein Foul, meiner Meinung nach. Wijnaldum wird hier umgerannt. Okay, die gehen jetzt hier sehr aggressiv vor. Ist klar, die wollen. Die sind heiß. Die wollen noch wenigstens ein Tor machen. Denn mehr wird es nicht. Das wird kein Sieg mehr. Da lege ich mich jetzt drauf fest. Auch kein Unentschieden. Nasri. Ramirez macht das gut. Macht das ruhig. Vor allem. Chudley. Coleman wird hier runtergerannt von Chudley. Jetzt Santi Cazorla. Oh, gut von Smalling. Der schießt und Tor. Da ist der Anschlusstreffer von Cazorla. Der hat einen Schuss. Der hat einen sauberen Schuss. Er hat einfach von hinten raufgehämmert. Und da wird es auch. Aber es bringt ihm nichts mehr. Der neue Spielstand. Da lege ich mich jetzt drauf fest. Es bringt ihm nichts mehr.
Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Oh, Remy, Remy! Das macht er gut! Ah, schade, schade, Schokolade. Hätten sie doch mal einen reinkriegen. TOT. Hätten sie noch mal was machen können, aber gut, man kann nicht alles haben. TOT, TOT! Schafft's nicht. Das ist ein klasse Sieg von wir spielen eine klasse Minecraft Saison, Vikings. Top. Gut, so gut gespielt. Jetzt könnte es zum Aufstieg kommen. Noch 3 Punkte, dann sind sie aufgestiegen. 6 Punkte noch, dann sind sie beim Titel. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.